Hallo ihr Lieben, hier ist euer Gleiskit. Wir sind wieder in Portia. Ich hatte jetzt ein paar Tage Aufnahmepause und habe so irgendwie gerade keinen Plan. Ja. Und den müssen wir uns jetzt irgendwie wieder verschaffen. Ja, so ein bisschen einen kleinen Überblick, wie es denn so ausschaut, was wir machen müssen. Ich weiß noch, wir mussten diese Haltestellen machen und wir haben auch noch den Bossfight gegen Huss und Tuss. Ja. Das Problem dabei ist ganz einfach, dass wir zu schwach waren. Aber wir haben immer noch unser Hottehü und könnten jetzt eigentlich mal diesen Bossfight hinter uns bringen. Hm? Weil vor allen Dingen, ich habe jetzt ein besseres Schwert. Schauen wir mal, was das bringt. Das hatten wir ja noch gar nicht so wirklich im Einsatz. Was? Ah ja. Die Haltestellen, die wir machen müssen... Okay. Ja, ja, erinnere mich bloß. Ist schon klar. Spiel. Bau ruhig Druck auf. Ist okay. Komme ich mir klar. So, jetzt lass mal gucken. So. Ey. Da bleiben. So. Interagiere mit Pinky. Ja, da müssen wir mal wieder hin, ne? Ups. Ja. Okay, wir können anscheinend gleich rein. Dann machen wir das doch mal. Ja, ich weiß. Bestätigen. Ich freue mich. Another one smashed. Shouldn't be long now. And those civil core fools are still running around like chickens with their heads cut off. Revenge sure is sweet. That little pest will regret wrecking our collection scam. No more, Builder. Back to work. Huh? What is it, bro? Ah! It's you! Well, whatever. I guess we'll have to move forward a few steps in the plan. This time we smash you for good. Na dann, wollen wir mal, ne? Okay, probieren wir es mal aus, ha? Huh? Oh, sieht gut aus. Ja, da schon her. Okay. Why couldn't you just pay up the first time? Nee, weil ich keine Lust habe. Right away! Was? Warum? Ach, schade. Na gut, ich denke mal, die beiden werden uns noch ein bisschen länger erhalten bleiben, ha? Aber das Schwert ist gut. Ja, schau her. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man mal bedenkt, wie das erste Mal gelaufen ist. So, was können wir denn hier noch so machen schnell? Wenn wir schon mal da sind, könnte man doch bestimmt auch umgucken. Noch ein paar Felle holen oder so. Hallo? Hallo? Nö. Können wir irgendwie nicht. Schade. Na gut. Wenn ich schon mal da bin, können wir auch gleich mal ein bisschen abbauen hier. So, sehr viel wird es eh nicht geben. Da kommen wir nicht weiter, okay. Ah, es geht auch mit der Hacke. Gut. Gut zu wissen. Ne? Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen in das Spiel einfinden, weil ich ja momentan noch ein paar andere Spiele auch noch am Laufen habe. Und ja. Kriegen wir aber hin. Denke ich mal. Ich würde sagen, da lang, ne? Und dann schauen wir, dass wir wieder rauskommen und uns mal den Haltestellen widmen. Was bist denn du? Getrocknete Apfelringe, okay. Ist natürlich fein. Na, hier noch ein bisschen. Na, dann gehen wir an. So. Wozu wir auch die Kristalle brauchen werden. Aber in dem Spiel kannst du ja, glaube ich, alles wirklich verbraten und gebrauchen. So, dann hätten wir das.
Das ist doch schon mal was, ne? Hast du nur irgendein Problem? Hey! Wie? Maybe I should throw my name into the hat to become a DD driver. Ja, warum nicht? Bye! Tschüssi. Okay. Dann geht's mal wieder Richtung nach Hause, ne? Hey. Die Töftöfs. Dürfte ja jetzt nicht so schwierig sein, oder? Die Pläne müssten wir ja mittlerweile bekommen haben, ne? Von der Forschungseinrichtung. So, auch wir haben schon wieder Post. Ja, wie im richtigen Leben, ey. Man möchte nicht den Briefkasten aufmachen. Rechnung? Nein. Ah! Deine Datendisk waren sehr aufschlussreich. Dank ihnen konnten wir einen Bauplan für das Töftöf-Haltestellenschild erstellen. Hoffentlich hilft dir das weiter. Der Bauplan ist angehängt. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt, ne? Werden wir aller Wahrscheinlichkeit hier bauen, oder? Ich bin gespannt. Nö. Da nicht. So, und du so? Sprinkler, nee. Hä? Hab ich irgendwas? Irgendwas? Versehen? Handbuch. Ja, aber da ist ja nix. Auswechselbare Batterie, Wassertank, Töftöftransporter, okay. Aber sonst sehe ich jetzt da nichts. Getrocknete Apfelringe, das brauchen wir nicht. Ausrüstung brauchen wir auch nicht. Möbel, Straßenlaterne. Gibt's da irgendwie? Blumenladen, ne. Waffenständer, nö. Trainingspuppe, Banketttisch, nö. Alles irgendwie nicht, ne? Okay, Fertigung brauchen wir, glaube ich, nicht. Schneiden, schmelzen auch nicht. Polieren, Textil, rühren, Rohstoffe. Okay. Mit Gale Raiden? Töff, Haltestelle platzieren. Ist schon klar, aber, wo zum Henker ist der Bauplan? Aber hier, oh, ich muss mit Alu reden. Okay. Warte mal, Schilder. Nö. Wird mich jetzt auch schwer gewundert. Auch nicht. Ja, sag mal, ich dachte, das wäre angehängt. Karte. Töfte Haltestelle platzieren. Würde ich ja gern machen. Deal. Gibt's denn hier? Ach, guck. Nö. Level 2. Kann es sein, dass mir... Oh, das wäre jetzt tödlich. Das wäre jetzt tödlich. Aber gut, wir müssen ja sowieso Alu informieren. Oh Mann, das wäre tödlich. Aber ich befürchte fast, ja. So. Ich befürchte fast, wir brauchen einen besseren Montagetisch. Und der ist mir ja richtig teuer. Hallo? Spiel? Ah. Okay. Würden der Kosten verbessern? 5000 Gold. Puh. Dann wären wir ja mit einem Schlag pleite. Das kann es ja wohl nicht sein. Muss doch diese Haltestelle jetzt bei mir irgendwo in der Montage-Ding sein. Gibt's da nicht. Hm.
Kosten eigentlich nochmal eine Reihe Inventar? 600, okay. Ich habe auch nichts gekriegt, ne? Nö. Ich bin etwas verwirrt, aber das kennt man ja. So, roter Falke, okay. Das kann doch hier nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Möbel. Wird doch wohl kein Möbel sein, oder? Nö. Und hier? Kabel, Stahlrahmen. Intelligent, Therapie. Therapie, Licht. Triebwerk, Treibstoff. Ach komm, das ist ja echt ein bisschen komisch jetzt gerade. Entweder bin ich total doof, was natürlich auch sein kann. Aber eigentlich müssten wir doch das irgendwo haben. Und warum ist es nicht da? Du ja auch nicht. Hallo. Da hier muss dazu gekommen, nee, ne? Nö. Okay. Eine Chance. Mixer, der ist neu. Super. Warte mal. Moment. Hier nicht eine? Da. Töff-Töff-Haltestelle, die hat ja schon einer gebaut, oder? Kann ich da machen? Mich rumfahren lassen, okay. Weil ich... Kann es sein, dass wir... Ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht. Und der Verdacht schaut so aus, dass schon wieder 12 Uhr Mittag ist und ich habe Hunger. Dass wir einfach nur Rohstoffe quasi in diese vorgefertigten Dinger da reinstopfen müssen. Und das müsste ja dann eigentlich da ersichtlich sein. Dieser Gegenstand ist nicht verfügbar. Okay. Okay. Versteht es jetzt einer oder... Petra, Hilfe. Hi. Hi. I think the Deities will really improve our lives. Ja, schon. If nothing else, it's a demonstration of the good use of ancient technology. Ja, ja. Hi, did you discover something new? You don't have enough data disks. Ja, ich weiß. Okay. Wir haben ein Problem. Waffenstände, Trainingsbucke. So, Punkt. Ich muss doch irgendwo sehen, wie ich das bauen kann. Hm. Fängt ja gut an. Die neue Aufnahmesession. Fängt ja wirklich gut an. Wo sind denn die Alu? Wo lungert denn der rum? Na, Higgins. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Lass mal Alu gucken. Töpf-Töpf hält hier. Schön fürs Töpf-Töpf. Fischeintopf. Alu. Auch nicht. Auch nicht. Wo ist denn der Alu? Muss doch irgendwo sein. Jemand hat deine Rohstoffkiste kaputt gemacht und einen weiteren Drohbrief hinterlassen. Pinky scheint etwas zu wissen. Das ist mal klar, aber warum leuchtet da was? Warum leuchtet da was? Hm. Oh, da oben ist er doch, oder? Ja, komm. Komm. Oh. There you are. Yep. Sorry,
We haven't made as much headway on this case as we would have liked. It's fine. I found out it was those bandits from before. They ran off after I beat them. You should probably leave beating criminals to us. Yeah, that could have been dangerous. But I'm glad to see you're in one piece. Mm-hmm. I guess we owe Higgins an apology. We did bring him in for questioning several times. Yikes. Thanks for the update, though. We'll track those bandits down. Mission complete. Schön. Jetzt haben wir immer noch das andere Problem. Ah. Gut, da finden wir jetzt eine Lösung. Kann ja nicht sein, dass es nicht geht. Ja, also, wo sind wir denn da? Na? Nicht mit mir. Aber nur wie? So stellt sich uns die Frage, wie? Du bleibst mal da. Ja, ja, ja. Okay. Ich schaue jetzt nochmal nach, ob ich jetzt hier irgendwas übersehen habe. Irgendwo muss dieser Plan ja sein, ne? Irgendwo. Kann doch nicht so schwer sein. Aber anscheinend doch. Weiß es doch. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt hier euch damit ein bisschen langweile, aber vielleicht hat der eine oder andere das ja das Problem dann auch irgendwann mal. Das kann doch nicht sein. Es muss ja da sein. Ja? Muss da sein. Ich finde es immer noch sehr schade, dass es hier keinerlei Suchfunktion gibt. Das würde die Sache ein bisschen vereinfachen. Kühlende Mütze. Schön. Hier ist nix. Wandlichttee, Tischdunkler, Kabelbäbel, Lagerkiste, Hartholzsofa, Wandlampe, Metallkiste, nein, natürlich nein. Oh, nein. Treibstofftank, Triebwerke, Therapieständer. Was ist ein Therapieständer? Therapielicht. Aktivierungschip. Oh Mann. Das schaut echt komisch aus. Warum? Wieso ist halt warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Kann doch nicht unter Rohstoffe gelandet sein. Verband, Kompressor, Waldkreis. Tigerauge, verbesserter Motor. Blauer Schal, super. Der hilft mir jetzt unglaublich weiter. Ich sehe das nicht. Ich finde es nicht. Why? Ach Gottchen, ich muss den erst... Alles klar. Die muss man erst dann mehr oder weniger aktivieren. Das auch noch. Spiel. Warum machst du das nicht einfach? Warum machst du das so kompliziert? Naja, gut. Also was... Uiuiui. Also wir brauchen 16 Bronzebarren.
Alles klar. 16 Stück. Hatten wir noch irgendwo eine Rohstoffkiste? Nee, hatten wir nicht. 16 Stück. Das ist doch wieder so. Puh. Das ist doch doof. Dauert ja wieder ewig. Ja, hilft aber nichts, ne? Okay, lass mal da 8 durchjubeln. Muss ich auftanken. So, das passt niemals. Ein Tag, 4 Stunden. Ah, da muss ich nachtanken wahrscheinlich. Okay, einmal. Und hier haben wir noch einmal 8. Nochmal 8. Okay. Auftanken. Plus 10 kann ich nicht. Ich kann immer plus 10 reinhauen, okay. Das auch noch. Na gut, was war's noch? So, die Barren laufen jetzt durch. Wir brauchen 25 Hartholz und müssen daraus 5 Hartholzdielen machen. Uiuiuiui. Hartholzdielen fertigen 5 Stück. Gott sei Dank war ich so fleißig noch vorher mal ein bisschen gesammelt hier. Auftanken reicht. Nee, Quatsch, abbringen. So, läuft auch. Gut. Die können wir erst machen, wenn die Bronze fertig ist. Dann brauchen wir 3 Faserstoffe. Habe ich die noch irgendwo rumfliegen? 3 Faserstoffe. Nö. Haben wir natürlich nicht. Gut, dann müssen wir hier ran. Faserstoffe fertigen. 3 Stück. Bestätigen. Gut. Das läuft auch durch. Alles ist am Laufen. Sehr schön. Dann können wir mal das Ding hier aktivieren. Und sagen, bauen. Ja, fein. Oh, so viel Gedöns für so ein bisschen Haltestelle. Und jetzt kommt der Oberknaller. Wir brauchen 3 Stück. Entschuldigt mein Weinen, aber es ist 3 Stück. Das bedeutet, das wird ewig dauern. Da kann ich hier auch nochmal Bronze durchlaufen lassen, oder? Bronzebarren fertigen. Mal bleiben wir hier die nächsten 16 Stück. So. Mein Gott. Die Dinge. Okay, das läuft jetzt auch. Eieiei, ein Tag, 20 Stunden. Uiuiui. Ja gut, aber dann haben wir ja immer noch zu wenig, ne? Machen wir uns nochmal so einen großen Schmelzofen? Bestätigen, so. Schauen wir mal, was hat denn der gekostet, der große? Einfacher Ofen. Wartet mal. Wenn hier so viel Zeug ist. Einfacher Ofen, Schneidemaschine. Okay, die ist jetzt auch drin. Mixer. Dann den haben wir ja. Der ist ja schon da. Und die anderen Sachen, sind die jetzt auch da drin? Hä? Hä? Ja, okay. Du würdest dich irgendwann mal zu Tode. Ach, da geht's weiter. Okay. Das
ist Industrieschneidemaschine. Schleifsäge. 6 Blutsteine. Könnte man direkt bauen. Gott, wir haben so viele Projekte. Dreh bald durch. Ach, hier brauchen wir 15. Ja. Gut. Ah, die Welt ist schön. Eieieiei. Ja, aber hilft ja nichts, ne? Hilft ja nichts. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich... Nee. Nicht. Kann ich jetzt eigentlich mal nochmal eine ganze Werkstatt rumschieben? Ging das? Sind die noch da? Bleib mal hier. Schauen wir schnell mal. Bei den nächsten 2 Tagen können wir jetzt sowieso nicht großartig was machen. Gucken wir mal. Hallo? So. Das Haus. Kann ich das bewegen? Schade, ich hätte es ganz gerne so dicht wie möglich da rangesetzt. Okay. Verschoben. Kann ich die Ansicht hier eigentlich auch drehen? Hier sind wir richtig fein. Das ist ja mal richtig fein. Okay. Doch gleich viel effektiver hier, oder? Jetzt nur ganz gerne bis... Aber gut, man kann ja alles haben im Leben, ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle jetzt mal einen Cut. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass es heute eher so eine ruhigere Runde war und nicht so aufgeregt und tralala. Aber ja, ich muss jetzt erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Beim nächsten Mal wird es garantiert wieder ein bisschen flüssiger. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten flüssigen Folge wieder dabei seid. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.